Kleinlinden bei Gießen. Samstagmorgen. Noch stehen die Schienenbusse. Heute in den Schienenbussen der Oberhessischen Eisenbahnfreunde. Und Sven, wo geht's denn heute hin? Nach Bad Dürkheim fahren wir, auf den Wurstmarkt. Oh, das klingt gut. Was ist denn das? Wurst ist was zum Essen und ein Markt ist ein Fest. Ne, ich meine, was der Wurstmarkt ist, der soll ja eigentlich ein Weinfest sein. Ja, Wurstmarkt klingt halt nicht so ganz nach Suff und vielleicht hat man das deswegen einfach also genannt. Also ich erkläre es mal, es wurde früher immer sehr, sehr viel Wurst auf diesem Weinfest gegessen. Deshalb heißt das Ding jetzt einfach Wurstmarkt ist mittlerweile ein Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Kram. Und da geht's heute hin von Gießen aus. Nach einem kurzen Regenschauer ging es dann raus aus dem Betriebswerk, rein in den Bahnhof Gießen. Vorbei geht es an einer Diesellok vom Typ 218 sowie einigen Güterzügen, die auf Abstellgleisen herumstehen. Der Schienenbus fuhr vorbei am Gießener Bahnhof, um dahinter mittels einer Weiche auf ein anderes Gleis zu kommen, das dann auch einen Bahnsteig hat. Und rein geht es in den Bahnhof Gießen auf Gleis 4. Links auf Gleis 2 sehen wir den IC nach Hamburg. Thank you.
Jetzt sind wir in Gießen, es ist 9:30 Uhr, hier geht es dann los um 10 Uhr. Wir fahren ja nach Bad Dürkheim, das liegt in der Nähe von Mannheim, also fahren wir Richtung Frankfurt. Wir halten auf der Strecke nochmal an den Butzbach und den Friedberg und dann geht es durch Frankfurt durch, an Darmstadt vorbei und dann in die Nähe von Mannheim nach Bad Dürkheim. 9.57 Uhr, Sonderzug 84-188 nach Bad Dürkheim über Butzbach und Friedberg. Frankfurt Hauptbahnhof stand hin und rauf. Dort fuhren wir aber nur vorbei. Alle sind in guter Stimmung und es geht los. Draußen noch ein mieses Wetter. Gut, dass es drinnen so schön angenehm war. Zehn Uhr und 17 Minuten. Wir sind in Butzbach. Ein bisschen weiter dann Friedberg. Unverkennbar vor dem Bahnhof die 24 Hallen. Dies ist eine historische Eisenbahnbrücke, die schon seit vielen Jahren stillgelegt ist. Auch in Friedberg steigen noch Leute zu. Wie groß ist euer Verein denn? Ich würde sagen 40 Leute, maximal. Und wie viele beteiligen sich davon noch aktiv? Ist ja in Vereinen immer so das übliche Problem. Ich würde sagen, so zwei Hände voll. Und damit kommt ihr ganz gut hin? Müssen wir hinkommen. Es wäre schön, wenn noch ein paar Leute mehr aktiv tätig wären. Sollte jemand sich angesprochen fühlen, dass er sagt, ich bin Schlosser, ich bin Elektriker, ich bin Schreiner oder Glaser oder irgendeinen handwerklichen Beruf. Wir sind um jede Hand, die uns hilft, dankbar. Und ihr nehmt in allen Altersgruppen Leute wahrscheinlich? Je älter, umso lieber, denn die haben eine gewisse Erfahrung, auch mit alten Materialien. Natürlich, wenn jemand Junges kommt und sagt, ich will was lernen, sagen wir nie nein, denn die Jugend bringt's. Diese Schienenbusse, das sind ja diese Uerdinger Schienenbusse, die früher auf vielen Nebenbahnen gefahren sind. Ja. Wie sind die so aufgebaut? Wie sind die aufgebaut? Mit Motoren und so? Motormäßig sind bei einer Dreiergarnitur immer ein Motorwagen. Der hat also 250 PS starke Büssing-Motoren unter Flur, die also aus dem Bus- und Lkw-Bau kamen. Dann kommt ein Beiwagen, mal als Halbwagen, mit einem Gepäckabteil und einem Steuerwagen, wie wir ihn jetzt hier vorne gerade haben. Da ist eben als auch das Gepäckabteil. Die wurden aber auch in Vierer-, in Sechser-Kombination gefahren. Dann waren halt natürlich zwei Motorwagen da. Das heißt also, bei zwei Motorwagen haben wir 600 PS. Wir haben 102 kW pro Motor. Kann man nachher selber ausrechnen. Also so fahren 90 km/h schnell, stand drin. Das ist die vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit, die wir nicht überschreiten dürfen. Sie sind etwas schneller, könnten etwas schneller sein, aber durch die Signaltechnik wird automatisch dann runtergebremst. Das ist also nicht wie in Spanien das jetzt war, dass dann Wettrennen gefahren werden. Wir gehen auf Sicherheit, das ist für uns wichtig. Für uns meine ich damit unsere Fahrgäste. Wir wollen mit unseren Gästen heil nach Hause kommen und die Gäste sollen auch einen schönen Tag haben. Habt ihr sonst noch mehr Fahrzeuge wie diese Schienenbusse? Nein, also zumindest zum Fahren nicht. Wir haben ein paar Güterwagen oben stehen, wir haben einen Schneepflug oben stehen,
steht zurzeit ein Turmtriebwagen oben und es sind ein paar Bauzugwagen oben, wo eben die Rotte drin gelebt hat, wenn sie auf Montage waren. Und wie viele habt ihr von den Schienenbussen? Neun. Neun Stück? Neun verschiedene, also drei Motorwagen, zwei Steuerwagen und der Rest sind Beiwagen. Jetzt hattet ihr noch einen auf dem Gelände stehen, von dem nicht so viel zu sehen war. Was ist denn mit dem passiert? Das ist unser Ersatzteilspender. Der war also in einem derart maroden Zustand, dass man nicht es verantworten konnte, den wieder aufzubauen. Wir brauchen halt auch Ersatzteile, die es leider fast nicht mehr gibt. Und die holen wir dann aus diesem Fahrzeug raus. Und weiter geht's bei diesem tollen Wetter. Und entgegen kommt uns eine HLB über Gießen-Wetzlar nach Siegen. Die historische Technik kann man gut bei diesem Scheibenwischer beobachten. Wir steigen bei einem Halt mal um, in einen der hinteren Wagen. Hier gibt es auch ein Führerpult, allerdings gerade ohne Funktion. Im letzten Wagen hat man eine gute Aussicht nach hinten raus. Das hat man bei heutigen Zügen leider nicht mehr. Wir sind mittlerweile im Frankfurter Raum angekommen. Hier gibt es viele kleine Stationen, an denen sonst nur die S-Bahn hält. Wir fahren in Frankfurt nicht über den Hauptbahnhof. Deshalb zweigen wir am Gallus über ein separates Gleis ab und können den Hauptbahnhof umfahren. Vorbei geht es an den alten S-Bahnen, die übrigens immer noch im Einsatz sind, auf der Strecke zwischen Hanau und Wiesbaden über Mainz. Ein Stück weiter ging es dann über den Main. Thank you.
Von einem Wagen zum anderen konnte man gut herüberschauen. Immer wieder auf unserer Strecke gab es Überholungen und Begegnungen. Mittlerweile hat sich das Wetter zum Guten gewandt. Endlich Sonnenschein! In Riedstadt-Goddelau begegneten wir einer S-Bahn. Mit dabei sind natürlich Streckenbücher. In diesen stehen die Geschwindigkeitsbegrenzungen für jeden Streckenabschnitt drin. Hier ging es dann von der zweigleisigen Strecke ab auf eine eingleisige Nebenstrecke. Nee.
das andere. Da waren wir in Worms abgebogen. Ah, ja. Hier geht's nach Freitag. Also hier kommst du auch nach Altai über Umwege, über Monsheim dann wieder. Ah ja. Wir werden wahrscheinlich Gleis 2 am Bahnsteig stehen bleiben, so wie das aussieht. Aber das ist so. Ja, weil er sagte, er braucht das Gleis. Wir haben heute Sonderfahrplanwege, wollte ich schon mal. Ja. Und zwar fährt der normale von 1 zu 2 aus. Ja. Aber der Kreuz, der von 2 aus fahren will, das Gleis, wo der von 1 auf 1 einfährt. Ja, ja. Deswegen lässt er von 3 Richtung Ludwigshafen ausfahren und von 1 Richtung Freizeit. Ja. Und hat in der Mitte 3. So stand eben das Thema aus. Ja, ja, deswegen, nee, weil er sagte, wir können noch Gleis 2 haben. Wir sind in Weisenheim-Sand. Jetzt machen wir eine 10-minütige Pause, weil uns gleich ein Zug entgegenkommt. Und weiter geht's zum nächsten Bahnhof, wo wir dann unsere Richtung ändern werden. So, wir sind jetzt vorne im Zug drin. Mit wem spreche ich? Ja, mit Manuel Zimmermann. Und Sie fahren den Zug heute? Ich fahre den Zug heute, ja. Ja, wie geht denn das jetzt? Hier sind jetzt diverse Hebel, Schalter und Anzeigen. Ja, wir haben jetzt angefangen, hier links eigentlich mal den Richtungsschalter, wo wir dann Fahrtrichtung wählen können, ob wir vorwärts oder rückwärts fahren. Damit rüsten wir dann hier den Führerstand auf. Wir haben dann hier verschiedene Anzeigen, die Drehzahlmesser. Wir haben 2 Motoren, den Tacho. Das sind halt die Druckluftleitungen. Wir haben ja eine Leitung für die Bremse zu steuern, den Bremszylinder. Und wir haben also auch eine Luftleitung für die Luftfederung oder für Pfeife und andere Einrichtungen. Dann haben wir hier verschiedene Schalter, Sandstreueinrichtungen, Magnetschienenbremse für die Motorsteuerung. Und halt hier zum Beispiel für die Spitzenbeleuchtung, damit die drei Lichter auch dann an sind. Hier haben wir dann die Bremse, von der man den ganzen Zugverband dann bremsen kann und die Bremsen auch entsprechend lösen kann. Und das hier ist die Gangschaltung. Und damit schaltet man dann entsprechend die einzelnen Gänge. Okay, und da hinten blinkt dauernd so eine 70. Ja, das ist die Zugbeeinflussung. PZB 90 heißt sie im Fachbegriff. Ist halt dafür da, dass verhindert wird, dass man auf rote Signale zu schnell zufährt oder überhaupt über rote Signale drüber fährt. Wenn das passieren würde, haben wir eine Geschwindigkeitsüberwachung und dann würde der Zug zwangsgebremst. Das heißt, es wird also, wenn die intakt ist, verhindert, dass rote Signale unberechtigt überfahren werden. Das sind diese Systeme, die in den letzten Jahren alle Eisenbahnvereine auch einbauen mussten. Ja, die Systeme waren vorher auch schon da auf den Schienenfahrzeugen, nur waren das veraltete Systeme, die halt nicht mehr dem Standard entsprachen und wo halt die Regelfahrzeuge nachgerüstet werden mussten auf neuere Systeme. Das hat natürlich die Eisenbahnvereine genauso betroffen, weil wir nehmen genauso am Eisenbahnbetrieb teil wie ein normaler Regelzug. Hier gibt es jetzt verschiedene Telefone. Das ist wahrscheinlich alter Zugfunk und neuer, oder? Genau, wir haben einen alten Zugfunk drauf, den brauchen wir aber nur noch zum Rangieren. Und es ist ja auch in den letzten Jahren mehr auf dieses GSM-Netz umgestellt worden. Das heißt über eine digitale Funksignalübertragung und dafür musste auch dieses neue Gerät dann nachgerüstet werden. Und das haben wir eben gesehen, kann man einfach abnehmen und in einen anderen Teil mitnehmen? Ja, es ist dann günstiger, wenn man ein tragbares Gerät hat, sonst müsste man portable Stationen hier an jedem Führerstand haben und portable Geräte sind zugelassen, so ist es natürlich billiger, weil für einen Verein ist es ja auch nicht so einfach, solche Schienenbusse zu finanzieren oder zu erhalten und da gibt es halt dann diese Lösungen, die man dann eher finden kann. Hey, und wir fahren jetzt weiter, wie weit ist es noch? Sind jetzt noch etwa 5-6 Kilometer bis Bad Dürkheim.
Und bevor wir in Freisenheim wieder ausfahren durften, mussten wir noch warten, bis uns ein Zug entgegenkam. Und nun noch die letzten Kilometer nach Bad Dürkheim. Und angekommen in Bad Dürkheim. Und auf Gleis 2 dürfen wir den Rest des Tages stehen bleiben, bis wir dann gegen 17.15 Uhr wieder abfahren. Nun kann man sich die Stadt und den Wurstmarkt anschauen. Und nun fährt neben unserem Schienenbus sein offizieller Nachfolger ein. Ein 928er. In Bad Dürkheim fährt außer den Zügen auch noch eine Straßenbahn bis nach Mannheim. Nun haben wir ein bisschen Zeit, um uns die Stadt anzuschauen und anschließend über den Wurstmarkt zu gehen.
Wie lange gibt es euch schon den Verein? 94 ist er gegründet worden. Das wären also jetzt 19 Jahre. Und seitdem fahrt ihr auch schon, oder? Es wurden am Anfang Fahrzeuge von der DB angemietet, die noch im Dienst waren. Und wir haben dann 97 wurde der Verein gegründet. Dann wurden diese Fahrzeuge auch erworben und seitdem machen wir dann regelmäßig Fahrten, weil wir mit den Einnahmen, die wir durch diese Fahrten erzielen, unseren Verein bzw. auch die Fahrzeuge erhalten können, weil wir werden von keiner öffentlichen Hand unterstützt. Wir müssen das Geld, was wir brauchen, selbst verdienen. Diese Schienenbusse, von wann bis wann sind die so rumgefahren? Die sind Mitte der 50er Jahre eingesetzt worden, sind im Raum Gießen bis 1994 waren die im aktiven Einsatz gewesen, waren dann abgestellt und dadurch konnten wir die käuflich erwerben von der DB. In Tübingen waren sie dann bis übers Jahr 2000. Das war aber dann der letzte Ort, wo noch Schienenbusse waren. Die gibt es also offiziell bei der DB nicht mehr. Ich habe gehört, irgendeine Privatbahn in Potsdam benutzt solche Schienenbusse noch. Ja, das sind aber zum Teil, würde ich sagen, als Gelegenheitsverkehr. Also auch nicht regelmäßig? Die werden auch nicht mehr so regelmäßig, weil die Fahrzeuge haben ein gewisses Alter, die kann ich nicht jeden Tag hunderte von Kilometern fahren lassen. Nicht? Und heute, sie wurden dann irgendwann abgelöst durch diese Züge, die man hier im Hintergrund sieht. Ja. Und damit ging das dann stark zurück. Da ging der Verkehr zurück. Wir sind auf der einen Seite froh, dass wir ein recht bequemes, einfaches Fahrzeug haben, mit dem man Fahrten unternehmen kann, dass wir unserem Hobby freuen können. Was will man noch dazu sagen sonst? Und wie leicht lassen Sie sich dann reparieren? Das ist ja jetzt alte Technik. Da sieht man dann noch, wie sich Hebel bewegen. Man sieht sich ein altes Auto an und ein heutiges Auto. Da merkt man ja schon, dass man nichts mehr selber machen kann. Wie sieht es denn bei den Zügen aus? Ja, wir haben keine modernste Technik, wir haben keine Elektronik, aber wir haben Hydraulik, Pneumatik, Elektrik. Wir haben jede Menge Relais, die das Ganze steuern. Bei der Bahn ist immer alles mehrfach abgesichert. Das heißt, es fällt immer alles in Ruhestellung, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, keine Luft, keine Fahrt, weil der Zug bremst mit der Luft. Die Elektrik sichert immer alles ab. Wenn irgendwas nicht funktioniert, fallen die entsprechenden Relais raus und der ganze Zug kommt zum Stehen. Wir haben natürlich Sicherheitseinrichtungen modernster Art. Das, was jeder Zug, der auf der Deutschen Bahn fahren will, haben muss, also PZB 90. Das ist das einzige elektronische, da können wir aber selber gar nichts machen. Da gibt es Fachbetriebe. Ansonsten wechseln wir halt Motoren, Getriebe, Kleinteile selber aus. Motoren müssen wir leider überholen lassen, weil wir uns da selber technisch nicht so gut auskennen. Da müssen wir uns noch einarbeiten. Die Motoren sind halt jetzt größtenteils über 60 Jahre alt und die Ersatzteilbeschaffung wird halt sehr schwierig. Ich sage immer den Fahrgästen, wenn sie mit uns fahren, begrüße ich sie immer und sage immer, sie sitzen im modernsten Nahverkehrsmittel der 50er Jahre. Alles, was der moderne Zug heute schon hat, wurde im Schienenbus ausprobiert. Im Schienenbus gibt es schon Luftfederung, da gibt es Scheibenbremsen, da gibt es im Prinzip schon Leichtmetallgehäuse mit Stahlgerippe. Man hat Elektrik darin, es ist alles im Prinzip das, was den modernen Nahverkehr ausmacht. Wenn man überlegt, der Schienenbus ist ausgelegt worden für eine Nutzungsdauer von 18 Jahren. Er sollte dann durch einen Nachfolger abgelöst werden. Der Nachfolger ist gerade eben an uns vorbeigefahren, das ist der 628. Der kam ungefähr 30, 35 Jahre, nachdem der Schienenbus nach Gießen kam. Dann sieht man, die Bahn hat sich Zeit gelassen, der Schienenbus hat doch sehr, sehr lange gelebt. Wir haben Schienenbusse, der erste, den wir bekommen haben, das war der am längsten in Gießen war. 1956 kam der erste zweimotorige Schienenbus nach Gießen. War der letzte Schienenbus, der in Gießen ausgemustert wurde, konnte von uns erworben werden. Wir versuchen ihn weiter zu erhalten. Das sind so ein paar Highlights im Verein. Oder heute sind wir mit dem Schienenbus mit der Nummer 829 gefahren. Das ist der letzte gebaute Schienenbus der Normalserie. Der wird halt von uns auch erhalten, weil das letzte Stück seiner Art ist und im Prinzip der modernste Schienenbus.
hatte mal Türschließeinrichtungsautomatik, konnte mit einem Mann bedient werden. Ja. Wenn Sie noch mal einen schönen Schienenbus sehen wollen, der steht in Berlin, im Gießener Schienenbus, im Museum für Technik. Der wurde so, wie er in Gießen abgestellt worden ist, leicht schräg aufgebaut. Den kann man da bewundern. Also eine Reise, wenn man in Berlin ist, kann man sich den anschauen. Museum für Technik im Gleisdreieck und da kann man dann sagen, so, das ist unser letzter Gießener, der im Museum gelandet ist. Okay, und wo kommen eure, diese hier alle her, die ihr habt? Wo kommen die her? Uerdingen, ja gut, Orion. Es gab verschiedene Werke, die Schienenbusse gebaut haben. Einen echten Uerdinger Motorwagen haben wir gar nicht. Der einzige Uerdinger ist der Steuerwagen, den man auch im Hintergrund sieht. Alle anderen Wagen sind gar nicht von dem Maschinenbau Uerdingen gebaut worden. Ein Motorwagen kommt von MAN, ein Motorwagen kommt von Maschinenwerke Donauwörth. Wir haben einen Beiwagen der Firma Orion. Es ist eine hessische Einrichtung. In Eschwege gab es ein Werk, hat sich nur damit beschäftigt, Schienenbusanhänger und Omnibusanhänger zu bauen. Nach dem Verbot der Omnibusanhänger und dem Rückgang der Schienenbusse hat das Werk geschlossen. Es gibt heute noch so eine kleine historische Sammlung dort. Ansonsten ist da ein Möbelmarkt drin. Das so ein bisschen als Nebengeschichte zum Thema Schienenbusbaustellen. Alle großen Busunternehmen, Auwerter oder Käsbohrer, haben Anhänger gebaut für Schienenbusse. Wir würden auch gerne mit allen unseren Fahrzeugen fahren, aber alle paar Jahre muss dieser Schienenbus zu einer Hauptuntersuchung. Das heißt, alle 6 Jahre werden alle relevanten Teile grundlegend aufgearbeitet. Aber das haben alle Züge, auch die von der Bahn, die heute fahren. Ja. Richtig, das haben alle Züge, aber wir müssen es halt mit unseren paar ehrenamtlichen Personalen stemmen. Und so ist es halt leider nicht möglich, zwischendrin noch zusätzlich Fahrzeuge, die in schlechtem Zustand sind, wieder so auf Vordermann zu bringen, dass man damit fahren kann. Gegen 17.15 Uhr ging es dann die gleiche Strecke wieder zurück. Hier sehen wir Worms und direkt hinter Worms erwartet uns ein sehr, sehr schöner Lokschuppen.
Wir sind kurz vor der Überquerung des Rheins. Gleich kommt eine sehr, sehr große und schöne Brücke. Das Tolle am Schienenbus ist, dass man dem Fahrer direkt über die Schulter schauen kann und man dann auch mal sieht, warum es gerade zum Beispiel nicht weitergeht. Im Zug herrschte gute Laune. Die Fahrgäste waren am Singen und Lachen. Ja, wir wollen so gern einen Liebes. Aber keiner ist da, der die Rechnung bezahlt. Der Zug links neben uns ist auch schon fast ein historischer Zug. Die alten Silberlinge wurden von der Bahn noch einmal aufgearbeitet und sind bis heute im Regelbetrieb unterwegs. Und dann ging es wieder in die Bahnhöfe nach Friedberg, Butzbach und Gießen. Wie viele Vereine gibt es überhaupt noch so in Deutschland, die überhaupt mit Schienenbussen rumfahren? Welche, die Dampfloks haben, gibt es ja recht häufig. Aber Schienenbusse? Ja, es gibt auch einige Vereine, die mit Schienenbussen fahren. Es gibt die Eifelbahn, es gibt eine Bahn von Linz nach Kalenborn. Es gibt regelmäßigen Verkehr an Wochenenden von der Pfalzbahn GmbH. Das ist einmal eine Strecke im südlichen Odenwald und einmal eine Strecke hier in der Pfalz. Es gibt in Norddeutschland noch ein paar Schienenbusse. Die Prignitzer Eisenbahn in den neuen Bundesländern hat bis vor wenigen Jahren noch regelmäßigen Verkehr mit Schienenbussen gemacht, auch im Ruhrgebiet. Ja, es gibt in Passau einen Schienenbusverein, der sehr rege ist. Der fährt dann da in den Bayerischen Wald. Schienenbusse gibt es auf der Schwäbischen Alb, der sogenannte Ulmer Spatz. Dann gibt es den Roten Flitzer, der fährt aus Stuttgart raus. Es gibt noch verschiedene Schienenbusse. Unter anderem gibt es einen Verein in Luxemburg, der noch Schienenbusse der Vorserienbauart hat. Es gab halt vor diesem Schienenbus, mit dem wir jetzt hier fahren, noch einen, der nur einen Motor hatte und noch keine Mehrfachsteuerung. Davon gibt es auch noch ein paar wenige in Bochum. Im Eisenbahnmuseum der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte gibt es noch Schienenbusse. Aber es werden halt immer weniger.
Und aus dem Bahnhof Gießen ging es dann wieder heraus aufs Vereinsgelände. Wir haben jetzt gleich 8:30. Heute Morgen ging es los gegen 10 Uhr. Wir waren in Bad Dürkheim und haben uns die Stadt angeschaut und einen ganz tollen Markt. Wie hieß der? Der Wurstmarkt. Der Wurstmarkt. So viel Wurst gab es gar nicht. Es gab mehr... Mehr Fahrgeschäfte und Weinstände, wie jetzt... Es war ja auch eigentlich mal ein Weinmarkt. Eigentlich ist es auch ein Weinmarkt. Und er heißt halt nur Wurstmarkt, weil dort da früher mal viel Wurst verzehrt wurde. Ja. Jetzt hält sie es in Grenzen. Ich habe mal eine Kartoffelbratwurst geholt, die war ganz okay. Ja. Aber sonst ist nicht mehr so viel Wurst. Nö, mehr Weinstände. Ja. Ist aber auch in der Region da unten einfach auch ein Weinanbaugebiet. Also von daher eindeutig, dass dort dementsprechend ein Weinstand nach dem anderen ist. Ja, und wir sagen jetzt Tschüss. Wir gehen jetzt auch nach Hause. Genau. Es war ein schöner, langer Tag. Wir waren in Bad Dürkheim von Gießen mit den Schienenbussen. Wir sagen Tschüss. Tschüss. So, jetzt merkt er, wir fahren jetzt auf einmal rückwärts, gerade wenn man vorwärts. Da kann man beim Film immer wieder ein bisschen tricksen, wenn man einfach mal was rückwärts abspielt.